Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinenhof und Ratsapotheke im Heda Center, Moltec, Kaffeerösterei Benzlips und der Stadt Salzkotten. Wir haben es geschafft, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nachdem wir schon 8 der Salzkottner Dörfer besucht haben, begrüße ich Sie heute in Thüle, dem 9. und zugleich auch letzten der zur Selzerstadt gehörenden Dörfer. Auch hier wollen wir erfahren, wie lebt es sich so in Thüle und wie sind die Leute so drauf. Doch zunächst einige Fakten. Die Thüler sind mit einer Fläche von 14,58 Quadratkilometern umgeben, die von 2022 Einwohnern bewohnt wird. Und die finden immer mehr Gefallen an dem Leben in Thüle, denn die Einwohnerzahlen sind hier seit 1975 um 47% gestiegen. Das Ortswappen der Thüler zeigt auf blauem Grund eine silberne Glocke, über deren Geschichte es dann auch noch einiges zu berichten gibt. Das höchste Bauwerk in Thüle ist, wie könnte es auch anders sein, der Kirchturm mit 37 Metern. Und der gehört zur katholischen St. Laurentiuskirche. Die Kirche steht natürlich, wie in vielen westfälischen Dörfern auch, hier mitten im Dorf. Direkt daneben hat der Pastor einen kurzen Arbeitsweg vom ortsprägenden Pfarrhaus im Fachwerkstil. Doch zurück zum Gotteshaus. Dieses wurde im Jahr 1200 als ursprünglich kleiner Gewölbebau errichtet. Damit gilt die Thüler Kirche als eine der ältesten im Erzbistum. Durch den Anbau zweier Schiffe wurde sie in den Jahren 1888, 1889 großzügig erweitert. Besonders auffallend im Innenraum der denkmalgeschützten St. Laurentiuskirche ist die üppige Ausstattung und Ausmalung im neugotischen Stil. Äußerst sehenswert ist der Hochaltar. Ein besonderer Service hier ist, für näher Interessierte an dieser schönen Kirche steht der Kirchenführer Rainer Züring nach Terminabsprache gerne zur Verfügung. Doch kehren wir noch einmal zurück zu dem 37 Meter hohen Kirchturm. Und der schreibt eine etwas andere Geschichte als das Gotteshaus, denn er wurde schon im Jahr 1020 erbaut. Nicht als Glockenturm, sondern vielmehr als Wehrturm, aber auch als Vorratsspeicher für Feldfrüchte und Getreide. Erst später entstand daraus eine Kirche mit Turm. Und um diesen Kirchturm und einer Bauernglocke rankt sich eine besondere Geschichte. Seit dem Jahr 1664 hängt sie im Glockenturm, die Bauernglocke. Anders als die beiden anderen Glocken, die im Weltkrieg abgenommen wurden, um daraus Waffen zu fertigen, wurde sie nie abgenommen. Die Bauernglocke, sie musste hängen bleiben, um auf Gefahren aufmerksam zu machen. Und um diese Glocke, die man im Volksmund in Thüle auch die Teufelsglocke nennt, ranken sich einige Geschichten, wie Pastor Rainer Forsmann weiß. Und zwar besagt die Sage, dass hier vor uralter Zeit eine Glocke aufgehängt worden ist, die noch nicht geweiht war. Und da der Küster die Glocke dann geläutet hat, kam dann der Teufel, im Plattdeutsch Rautwanz genannt, und er gab der Glocke einen kräftigen Hieb und sie flog im hohen Bogen über ganz Thüle hinweg, bis zum alten Sumpfgebiet von Thüle, das noch heute Glockenpol heißt. An die Glocke im Turm soll auch dieser wunderschöne Platz hier mit seinem Glockenbrunnen erinnern. Gleichzeitig ein lebendiges Beispiel für Bürgersinn und Gemeinschaft der Thüler. Denn dieser attraktive Dorfmittelpunkt, im Übrigen ausgestattet auch mit einem Radfahrerservice, entstand auf Initiative des Heimatvereins.
Und deswegen treffe ich mich dann hier auch vor Ort mit dem Vorsitzenden des Heimatvereins, Michael Käufer. Hallo Michael. Wann und wie wurde der Heimatverein hier gegründet? Hallo Sandra. Der Heimatverein ist 1984 gegründet worden und hatte sich zunächst das Ziel gesetzt, in Thüle eine Mehrzweckhalle zu initiieren, zu bauen. Und daraus ist dann 1989 tatsächlich das Bürgerhaus mit der Mehrzweckhalle entstanden. Und dann habt ihr ja gleich auch mal den Brunnen jetzt neulich mal saniert, oder? Was heißt neulich? Also die Überlegungen dazu sind schon einige Jahre alt. Vor Corona 2017, im Herbst 2017, haben wir die dann ein bisschen konkretisiert. Wir sind mit den Überlegungen angefangen, wir sind mit der Stadt Salzkotten in Kontakt getreten und haben dann ja das Projekt nach und nach entwickelt, sodass wir dann im Herbst 2019 mit den Bauarbeiten beginnen konnten. Es waren sehr viele Thüler daran involviert, mit Abreißen, Neubauen und so weiter, und sodass wir dann im Mai 2020 mitten in der Corona-Zeit die Einweihung hier feiern konnten, unter Corona-Bedingungen. Ich glaube, der Platz wird ganz gut angenommen. Er ist ja tatsächlich auch dahingehend umgestaltet worden, dass er jetzt mehr zum Verweilen einlädt, dass es Möglichkeiten gibt, sich hier niederzulassen, zu sitzen, zu klönen, sich zu treffen. Gibt es denn eine Aktion, die dir persönlich besonders am Herzen liegt, wo du immer ganz besonders für brennst? Grundsätzlich hat der Heimatverein sehr, sehr viele unterschiedlichste Aktionen und es ist echt schwierig zu sagen, was jetzt so die Lieblingsaktion ist. Am Ende macht es wirklich dieser bunte Blumenstrauß aus all diesen verschiedenen Aktivitäten aus, die die Arbeit im Heimatverein so interessant und lebendig macht. Was ist denn deine Definition von Heimat? Meine Definition von Heimat, das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, Heimat ist tatsächlich da, wo man sich zu Hause fühlt. Und das ist, glaube ich, ganz unabhängig davon, wo man geboren ist oder wo man ursprünglich herkommt, sondern ich glaube, Heimat ist wirklich da, wo man sich zu Hause und wo man sich geborgen fühlt, wo man Freunde hat, wo man auch gemeinsam was stemmt, was erreicht und was weiterentwickelt. Dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Interview, Michael. Sehr gerne, Sandra. Auch der im Jahr 1711 gegründete St. Laurentius Schützenverein hat sich den Begriff Heimat auf seine Agenda geschrieben. Beim jährlichen Schützenfest ist das ganze Dorf unterwegs. Ein besonderes Interesse galt in diesem Jahr natürlich dem Königspaar Josef und Inka Gerdesmeier und seinem Hofstaat. Josef und Inka Gerdesmeier, ich gratuliere euch ganz herzlich zur Königswürde 2022 hier in Thüle. Ich möchte einen kurzen Rückblick machen zum Vogelschießen und frage, war dieser Königsschuss spontan oder länger geplant? Er war nicht länger geplant, es hatte sich die letzten Tage rauskristallisiert und das hatte dann, die letzten Stunden wurde es dann immer konkreter und dann habe ich es dann gemacht. Und was denkt man dann, wenn der Mann da unter der Stange steht? Das sind viel zu viele Gedanken, die in einem Kopf dann vorgehen. Also Stimmungsschwankung hoch, runter, war einfach nur Wahnsinn. Direkt neben dem Schützenplatz und noch vor dem Golfplatz ist hier am Stangenweg das Sportgelände des VfL Thüle 1919 e.V. Dieser Sportverein deckt mit seinen 900 Mitgliedern viele Abteilungen des gesamten Dorfsport ab. Fußball, Tennis, Tischtennis, Volleyball. Dazu kommen die Sparten Sportabzeichen, Damen- und Seniorengymnastik, Radsport, Lauftreff, Tanzgarde, Kindertouren und Walking. Und was sagt der Präsident Hans-Josef Kamp dazu? Wir wünschen uns eigentlich vom gesamten Vorstand her, dass die Jugendarbeit weiterhin intensiv geführt werden kann und dass wir viele Übungsleiter und Helfer bekommen in den einzelnen Abteilungen. Von dem jetzt schon 103 Jahre alten VfL Thüle zu einem weiteren geschichtsträchtigen Ort, dem Haus Thüle. Ja, wenn diese Gemäuer erzählen könnten, kämen eine ganze Menge Geschichten dabei heraus. Ich kann einige Fakten dazu tun und fasse mich auch kurz.
Dieses Herrenhaus auf einer mit einer Gräfte umgebenen Insel zwischen 1662 und 1712 errichtet, hatte 1841 Ernst August I., König von Hannover, von den Herren von Ferne und Bad Oeynhausen erworben. Aber wie das so manchmal in den adligen Häusern zugeht, wechselte schon nach 7 Jahren mit Wilderich Freiherr von Kettler der neue Besitzer. Noch ist damit die Geschichte nicht ganz zu Ende erzählt, denn seine Nachkommen verkauften den Besitz. Jetziger Eigentümer dieser Schlossanlage wurde 1965 Georg Freiherr von und zu Brenken. Und der hat sein Schloss, wie man sieht, auch bis heute gut im Schuss. Auch bis heute gut in Schuss gehalten, die elementaren Bildungsstätten hier in Thüle. Da sind die Kindergärten Kunterbund sowie der Wald- und Wiesenkindergarten. Und in der Bischof von Kettler Schule, einer offenen Ganztagsschule, lernen die Grundschulkinder das ABC und das 1x1. Im erweiterten Anbau zum Haus der Zukunft proben die Musiker des Musikvereins und des Spielmannszugs wöchentlich ihr Repertoire und lernen auch so manches neue Musikstück. Hier stehe ich jetzt in der Mitte des Dorflebens, denn direkt neben Grundschule, Kirche und Haus Thüle ist ein weiterer Dreh- und Angelpunkt der Thüler Gemeinschaft, das Bürgerhaus. Ein ehemaliger Bauernhof, der 1988, 1989 durch die Thüler Bevölkerung mit viel Aufwand umgebaut wurde. Heute ist das Haus mit seiner Mehrzweckhalle ein nicht mehr wegzudenkender Treffpunkt für Versammlungen, Feierlichkeiten und Theatervorführungen. Und für Theater ist hier im Ort die Heimatbühne 1964 e.V. zuständig, die zum Jahreswechsel für Unterhaltung sorgt. Wir haben mal bei einer Probe reingehört. Den Flugkapitän Marcel Freiherr von Hohenstein. Das hier ist mein Zuhause und bei einem Fluglotsenstreik komme ich mit meiner Stewardess nach Hause und möchte da ganz gerne ein kleines Schäferstündchen halten. Leider Gottes kommen denn dann ganz, ganz viele unbekannte Leute und ich bin total genervt und will die alle raushaben. Ich bin die Nathalie, die Stewardess, also die Geliebte von dem Marcel. Ich bin eigentlich die ganze Zeit nur hinter seinem Geld her und will ihn eigentlich nach oben ins Bett bekommen. Also ich spiele die Grazia von Hohenstein, die Ehefrau des Piloten und habe einen Hang zu allem, was scharf ist und was prickelt. Ja, und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass mein Mann meine Abwesenheit für irgendwelche Eskapaden ausnutzt, um sich irgendwie mit jüngeren Frauen zu vergnügen. Und da muss ich so ein bisschen auf der Hut sein. Die Heimatbühne Thüle, einmal mehr eine glückliche Hand bewiesen. Die Besucher, sie dürfen sich auf diese von Verwechslungen, Peinlichkeiten und befreiendem Lachen gezeichnete Komödie freuen. Ja, die Heimatbühne. Sie wurde 2010 sogar mit dem Kulturpreis der Stadt Salzkotten ausgezeichnet. Den hätten eigentlich auch der Spielmannszug Thüle verdient mit seinen 88 aktiven Spielleuten. Die hatten sogar so viele musikalische Werke einstudiert und ein komplettes, umfangreiches Programm zusammengestellt. Und das ist ziemlich außergewöhnlich für einen Spielmannszug, dass sie damit ein ganzes Konzert ausfüllen konnten. Da hören wir auch noch mal rein. Im vollbesetzten Bürgerhaus durften sich die Besucher auf einen wieder einmal außergewöhnlichen Konzertgenuss freuen. Nicht nur Spielmannszüge kleiden sich in schicken Uniformen. Nein, auch bei Musikkapellen und Schützenvereinen ist eine gute Uniform Pflicht. Zuständig dafür Uniform Werner. Das landesweit bekannte Unternehmen aus Thüle beschäftigt sich mit der Herstellung von Uniformen aller Couleur. In der Werkstatt der Uniformschneiderei Werner in Thüle ist jetzt zum Beginn der Schützenfestsaison Hochkonjunktur. Hier geht es ruhig und zielstrebig und ohne Hektik zur Sache. Nach der Karnevalssaison stehen jetzt die Anfertigungen von Uniformen für Schützen und Musikvereine auf dem Programm. Also in unserer Kartei, das haben wir alles digitalisiert mittlerweile, darum kann ich es auch ganz genau sagen, haben wir aktuell 548 Vereine
die bei uns gelistet sind, wo Daten, Schnitte, Zubehör hinterlegt ist, fotografiert ist, mit Artikeln versehen ist. Am Anfang einer geschneiderten Uniform steht die Auswahl der Stoffe. Jeder Schützenverein hat hier seine eigene Farbe, so sind rund 10 verschiedene Grüntöne gelistet. Am Ende dann ein fertiges Qualitätsprodukt, bei dem sogar die Knöpfe von Hand angenäht wurden. Eine Schreinerei der besonderen Art findet man gegenüber der Kuchenfabrik bei Matthias Gerdesmeier. Hier werden kreative, funktionale und individuell designte Möbelstücke aus Holz gefertigt. Und wenn wir von bedeutsamen Unternehmen hier am Ort sprechen, darf die Firma Evers Landtechnik nicht fehlen. Von der alten Schmiede ist das expandierende mittelständische Unternehmen zu einer ersten Adresse des Landmaschinenhandels in Westfalen geworden. Und wie sieht es sonst so aus im Ort, zum Beispiel mit einem Supermarkt? Hier in Thüle können die Leute auf 120 Quadratmetern in der Hofbäckerei Niermann nicht nur frische Backwaren, sondern auch Lebensmittel des täglichen Bedarfs in einem großen Sortiment kaufen. Wenn ein Dorf den Gemeinsinn pflegt und Ideen hat, um Projekte zu entwickeln, die das Leben im Ort attraktiver machen, dann ist man ein Kandidat für die Verleihung des Titels Bundesgolddorf. Und diese besondere Auszeichnung hat Thüle bereits im Jahr 1995 erhalten. In Thüle lässt es sich also gut leben. Ein Anteil daran hat sicherlich auch Marie-Tris Strunz, die Ortsvorsteherin. Darum fragen wir bei ihr einmal nach. Hallo Marie-Tris. Hallo Sandra. Stimmt es, ist Thüle ein Ort, in dem man gerne lebt? Und warum? Thüle ist bestimmt ein Ort, in dem man gerne lebt. Warum? Das ist, denke ich, das gute Miteinander der Menschen hier im Ort. Ein aktives Vereinsleben, auch vereinsübergreifend wird zusammen gut gearbeitet. Ja, und das alles zusammen macht halt den attraktiven Ort aus. Nun ist dieser Ort ja auch schon 1166 Jahre alt. Aber was hält diesen Ort jung? Jung hält diesen Ort die junge Bevölkerung, die gern hier nach Thüle wieder zurückkommt. Wir haben es im letzten Baugebiet gesehen, dass fast ausschließlich, die Bauplätze sind fast ausschließlich an Thüler junge Familien oder junge Leute vergeben worden. Gibt es denn noch Wünsche, die eine Ortsvorsteherin für diesen Ort hat? Ist irgendwas noch offen? Ja, ich denke, Wünsche gibt es immer, sollte man auch haben, damit es eine gute Weiterentwicklung gibt. Ich wünsche mir, dass wir in Thüle weiterhin so eine aktive, lebendige Dorfgemeinschaft bleiben, die Wandel und Veränderungen mitgestaltet, in dem Wesentliches erhalten bleiben kann, aber auch Neues möglich wird. Und ganz besonders wünsche ich mir, oder ein besonderer Wunsch von mir ist es, dass vorhandene Gebäude erhalten und angemessen umgebaut werden, damit Platz ist für Jung und Alt, die hier im Dorf wohnen und leben können. Eine Ortsvorsteherin hat sicherlich viele Aufgaben. Und was ist die Lieblingsaufgabe der Ortsvorsteherin in Thüle? Alles, was es macht mir eigentlich Spaß. Ich gehe gern zu Gratulationen, wo ich mich mit älteren Personen, es sind ja oft Gratulationen bei älteren Geburtstagen und so weiter, unterhalten kann. Als gebürtige Thülerin macht mir das wirklich viel Spaß. Es ist aber auch, ich bin einfach gern mittendrin dabei. Ich lasse möglichst viel machen, nicht selber machen, aber dabei sein und alle und unterstützen und Verbindung zur Verwaltung dabei zu halten. Nach einer Kneipe oder sagen wir lieber nach einer Gaststätte, muss man nicht lange suchen. Direkt an der Hauptstraße durch den Ort findet man den Landgasthof Lore. Früher war die dazugehörige Disco auch weit über die Lande bekannt. Heute ist das Sunset auch nur noch Erinnerung. Aber während der Corona-Zeit machte sich der Gasthof Lore um das Wohl seiner Gäste mit einem originellen Wohnmobil-Dinner besonders verdient. Ein Samstag in Corona-Zeiten. Einmal essen gehen, zurzeit nicht möglich. Oder doch? Das Landgasthaus Lore in Thüle hat eine Alternative bereit. An jedem Wochenende steht hier ein Wohnmobil-Dinner auf dem Programm. Einzige Bedingung? Man hat ein Wohnmobil dabei. Die Küche, sie zeigt auch heute, was sie kann. Die Speisekarte für jeden Geschmack. Alles frisch zubereitet. Egal ob Lores Classic Burger oder die Schlemmerplatte Golddorf. Für jeden ist etwas dabei.
der absolute Renner, Thüler Krüstchen vom Jungschwein und die Anlieferung bis ins Wohnmobil natürlich. Nun, um lecker zu essen, brauchen Sie nicht mehr mit dem Wohnmobil anreisen. Da stehen Ihnen bei Lore jetzt wieder die Innenräume zur Verfügung. Und falls es dabei ein Gläschen zu viel war, gibt es die Schlafmöglichkeit im Gästehaus Fraune. Mit unserem Besuch in Thüle verabschieden wir uns heute auch gleichzeitig von der Selzer-TV-Serie Unsere Dörfer. Wir haben Ihnen alle der 9 zum Stadtbezirk Salzgotten gehörenden Ortschaften etwas näher bringen dürfen. Dabei auch in Erfahrung gebracht, dass alle Dörfer ihre Individualität bewahrt haben und dass es darüber hinaus auch viel Bemerkenswertes zu berichten gab. Sie können sich auch alle Dorfberichte auf unserer Webseite unter www.selzer.tv noch einmal anschauen. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben auf unseren Ortsbegehungen. Und heute sage ich Tschüss aus Thüle. Selzer TV wird unterstützt vom Tanzstudio Wechselschritt, der Stadt Geseke, dem Schuhhaus Ceancho, der Firma MIG, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Büren Salzkotten.